Warum darf Michael Jackson nicht in die Nähe einer Schule? Weil er tot ist. Was hat 30 Beine und kann nicht schwimmen? Ein Schulbus voller Kinder. Der Hund meiner Freundin ist gestorben. Ich wollte sie aufmuntern und habe ihr einen genau gleichen Hund besorgt. Aber das hat sie nur noch mehr aufgeregt. Sie schrie mich an, was sie mit zwei toten Hunden machen soll. Die Polizei hält zwei Polen im Auto an und sagt, wir suchen zwei Autodiebe. Da schauen sich die beiden Polen an und sagen, okay, wir machen den Job. Ein Mann kommt ins Straßenverkehrsamt und sagt zu der jungen Frau am Schalter, hallo, ich hätte gerne eine rote Nummer. Darauf antwortet sie, tut mir leid, da sind Sie zwei Tage zu spät. Eine Frau kann dich zum Millionär machen. Und wie geht das? Du musst nur Milliardär sein. Es ist schon traurig, wie ein Freund von mir aus dem Ärzteregister gestrichen wurde, nur weil er mit einem Patienten geschlafen hatte. Er war ein großartiger Tierarzt. Geier haben eine wichtige biologische Funktion. Denn wenn Geier aussterben, dann bist du der hässlichste Vogel. Habt ihr auf der Reise nach Italien einen Brenner überfahren? Nun ja, wir haben jemanden überfahren, aber ob der Brenner hieß, weiß ich nicht. Heute war ein furchtbarer Tag. Meine Ex wurde vom Bus überfahren. Und ich verlor meinen Job als Busfahrer. Hinweis für alle Männer. An den Händen einer Frau kannst du viel über ihre aktuelle Stimmungslage ablesen. Hält sie zum Beispiel eine Waffe, ist sie wahrscheinlich wütend. Ich dachte, einer Dame die Tür aufzuhalten, wäre gutes Benehmen. Aber sie hatte nur geschrien und ist dann aus dem Flugzeug gefallen. Ich habe einem Rothaarigen einen Witz über Rothaarige erzählt. Fand er nicht so lustig, dann Ginger. Ich habe meine Mutter gefragt, warum mein Vater so blass und krank aussieht. Sie sagte mir, ich soll die Klappe halten und weiter graben. Ich musste mich gestern zwischen einem Flockenkeier und einem Termin beim Proktologen entscheiden. Aber ich habe lieber zwei Damen im Arm als zwei Arme im Darm. Ja, Mist, ich passe einfach nicht in Ballerinas rein, die sind einfach zu eng. Sie? Wieso auch? Du bist ein Mann. Ja, ich meinte auch nicht die Schuhe. Ich sagte meiner Frau, mit ihren schwarzen Haaren sieht sie besser aus. Entscheidend ist das Gefühl los, wenn man das jemandem erzählt, der gerade Schimo macht. In Belgien saß an einem See ein Bein der Jungen. Da ging ein Mann zu ihnen und fragte, was ist los? Da antwortete der Junge, meine Herren sind Karen, sie ertrunken. Da öffnete der Mann seine Hose und sagte, ja, scheint wohl nicht der Tag zu sein. Kennst du eigentlich die Witze, bei denen Präsidenten erschossen werden? Ja, ich kenne die. Kommt ein Elefant durch das Fenster in die Bar? Sagt der Barkeeper, aufwischen. Kommt ein Pferd in die Bar? Boop, 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 boop. Sagt der Barkeeper, aufwischen. Läuft ein Panda über die Straße? Bus. Mein Großvater hat seine Zunge im Zweiten Weltkrieg verloren. Er wollte nie darüber reden. Meine Freundin hat mit mir Schluss gemacht. Daraufhin habe ich ihr den Rollstuhl geklaut. Rate mal, wer dann wieder angekrochen kam.